Oh, bei mir ist einer. Er schießt auf mich. Was zur Hölle? Ja, moin. Erst mit einer Granate gehittet und dann. Ja, ich bin trotzdem kacke. Bin ich so blöd und lass mich immer eine scheiß Granate retten. Das sind 3 Kills, die auf mein Konto gehen. Oh, Fisch. Okay, ich komme. Ich check die Sniper. Ne, oh, Knockdown, okay. Hast du so eine Zucker? Was meinst du mit Zucker? Ah, du hast so eine Zuckerpuppenfrau da niedergestreckt. Aha. Pistol Kill! Da kommt noch einer um die Ecke am Heli. Ach, ich wollte gerade sagen. Halt deine Fresse. Lauf. Nicht gut. Komm, den holst du doch. Stirb endlich. Was? So... Boah, ich spiele jetzt mit Minigun. Macht Spaß. Könnte ein Win werden. Überlege ich gerade alles so. Ja, lass, geht da hin. Schießen mit der Minigun dann runter oder baust ab und dann fallen sie runter und dann sterben. Bugli, Kiryu Okami geht zu der Festung da hinten, schleicht sich mit seinem Busch an und sprengt die in die Bugli, Luft. Bugli. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Blip. Deutscher ist, aber... Keine Ahnung. Ob der irgendwas ist. Das Deutsche Reich? Sehr groß. So. Was? Wir wissen, dass du... Sag dazu jetzt mal nichts. Schießt er doch rein. Abwarten. Battlefield 5 kommt aber bald raus, also bin ich im zweiten Weltkriegshype auch drin. Ja, ich bin aber nicht so ganz überzeugt von dem Spiel. Ey, wie cool. Alter, hast du mal die ganzen Mechaniken gesehen, die es gibt? Die Leute sind ja so dumm, um es zu erkennen. Alle, naja, ich bin ein Enthusiast, was das angeht. Das ist so ziemlich meine Materie. Und wenn das dann verkackt wird, bin ich ziemlich pisst. Geht nach Lowly. Ich dachte, im Battlefield immer on, aber. Was ist deine Lieblingsmap im Battlefield 1? Ich meine mit Materie nicht das Battlefield, sondern World War 2. Das ist deine Materie? Ja. Meine Materie ist Geschichte, also ist mir generell egal. Genau so sieht's aus. Ja, aber nicht, wenn sie inakkurat sind. Wenn sie Alternate History machen, ja, juckt nicht. Aber wenn dann sowas passiert wie in, keine Ahnung, Call of Duty, wo, genau, wenn so ein Desaster kommt, dann bin ich triggert. Ja, ich auch. Tu die Sachen um. Ah, ne, es geht gar nicht. Ja, aber alle Waffen haben sich gleich angehört. Können 7 Schuss in der Schulter. Meine Güte. Okay. Ich muss nachladen! Ist halt! Nehmt ihr den Chuck-Chuck, nehmt euch die Chuck-Chucks mit und die Sniper. Komm, heal dich! Tausch die Sniper mit. Komm schnell. Danach kann er sich healen, keine Sorge. Ich brauche eigentlich eh nicht so viel Heal. Ja, aber ich sterbe nicht schon.
Ah, da hinten läuft auch noch einer. Also, ja, du läufst gerade richtig. Geh hoch, geh hoch. Richtig abgefuckt, wie scheiße das war. Das war sau komisch. Aber wenn Battlefield 5 so wird wie Battlefield 1, da waren die meisten Sachen gar nicht mal so schlecht, fand ich. Ja. Also ich fand's nicht schlecht. Wartet doch erstmal ab. Das ist richtig gern gespielt. Ein paar Sachen waren nicht so gut, aber sonst hat alles gepasst. Ich fand's bloß ein bisschen schade, dass nicht mehr auf den Grabenkrieg eingegangen wurde, sondern eher so. Ja, ist ja auch. Da musst du den Hardcore-Realism-Shooter holen wie Verdun, weil du kannst uns. Ja, ja. Es gibt sonst einfach kaum Leute, die sich da irgendwie 10 Stunden in den Graben stellen wollen, mit ihrem Gewehr irgendwo hinschießen. Ist halt einfach so. Ich hab Verdun. Ich hab's gespielt und es hat Spaß gemacht. Weil wenn du jetzt überlegst, wenn du Zweite Weltkrieg-Shooter spielst, dann hättest du normalerweise auch nicht so viele Automatikwaffen. Zumindest nicht die Deutschen. Genauso die Briten nicht. Die meisten waren mit Karabinern ausgestattet. So sieht's aus, aber das K98 war eines der besten Karabiner. Wenn, meiner Meinung nach sogar das beste und danach direkt das Mosin Nagant. Ich mag die Russen nicht. Ich auch nicht, aber deren Waffen sind okay. Also die PPSH zum Beispiel. Egal, zweiter Platz, was juckt's. Zweiter Platz. LOL! Haha, du Opfer! Ist hier oben was? Nee. Oh, ich hab eine Ente! Fuck. Da ist sie. Hallo, kleines Entchen. Hopp, meins. Ist auch einer. Oh, fuck, da ist ein Typ! Ja, ist auch eines davon. Scheiße. Wo ist der? Er ist bei mir! Oben! Er hat eine Pumpe! Und er kann nicht aimen! Fuck! Ich steck fest! Ich steck fest! Ich steck fest in diesem Loch! Keine Sorge! Hilfe? Chill! Kannst du mich überhaupt reviven? Ja, ich kann nicht reviven. Was ist hier los? Du bist in einem, Glitch. Ich wurde gerade gefortnitet. Was für ein scheiß Spiel! Also, ich würde jetzt an deiner. Das will ich haben. Warte, die Bolt Action Rifle, die nehme ich mit. So, fickt euch. Oh, die blaue M4, die wollte ich haben. Okay, dann halt nicht. So. Die grüne Shotgun ist meins, fick dich. Dankeschön, du Penner. Ja. Oh, hier ist ein Autoschnipper. Ja, das war meine. Hast du was zum Healen, Alter? Ich brauche Med-Paket. Sorry. Ich speichere jetzt erstmal kurz. Das eine, das du euch so lustig gebackt hast, das sah lustig, Alter, was ist hier los? Ah, never mind. Ich glaube, der sieht mich nicht mehr, weil ich im Busch bin. Ach, nö. Nein, ich warte noch. Ist mir egal. Nein, nein. Genau, schön weiterlaufen. Oh, da krieg ich noch irgendjemand. Oh. Oh, oh, oh. Hi. Was? Ja, ich bin ein Ninja. Tut mir leid, ich wusste, dass ich genieße das einfach zu sehr. Ich brauch das fürs Internet, Alter. So eine scheiße Speicher ist. Ich wünschte, das gäbe ich im Voice-Chat. Ich würde da rumschreien, I'm a Ninja. Komm ich hier weg? Ich komme hier nicht weg, oder? Ich glaube, deine Teammates retten. Nicht? Nein, ich kann hier nicht raus. Okay, ich werde jetzt sterben. Egal, ich speichere mir das. 5 vs 36. Puh.
cool. Also ich hab damit schon mal... Ich wünsch mich, ich hätte den Pass seit Anfang an. Oh fuck, hier kommen ein paar Leute. Scheiße. Oh, ich hoffe, ich finde Waffen. Oh, ich find meine... Ach scheiße, da in dem Haus ist schon einer. Egal, ich gehe unten rein. Nee, hey, ich brauch eine Hilfe. Da läuft er. Oh, ich hab ne Knarre, ich hab ne Knarre. Bei dir ist, da kommt einer zu dir. Lauf genau in die Richtung, Ja, ich kann den sehen. Er muss dann nicht sehen. Boah, das Voice-Chat von dem Mädel macht mich verrückt, Alter. Ich kann nichts verstehen und nichts hören, Alter. Fuck. Wenn der eine Schusswaffe vor mir findet, bin ich hart am Arsch, Alter. Oh fuck, der hat glaube ich schon ein Gewehr und eine Granate, fuck. Oh, zum Glück hat die mich nicht getroffen. Oh, wenigstens habe ich den angeschottet. Ja, ich habe das Duell gewonnen. Jetzt darf ich ihn rechtmäßig umbringen. Ich tanze noch eine Runde vor ihm. Ja, der kann zu seinen Teammates. Ich habe vor ihm getanzt, Alter. Ja, ich habe drei Leute Tomato getaunt. Ja, guck mal, hatten dieselbe Idee. Nein, doch nicht. Schade. Oh, Lava gefunden! Was hast du gefunden? Lama. Da, oh ist, boy. Da ist der beste Stuff drin. Ne? Und sehr viele Ressourcen. 200 Steine für ein Medkit ist. Kasache. Oh kann. Boy, Digga, ich hab. Oh ja, yeah, gib mir alles. Oh yeah. AWP, was los? Shit. Oh boy. Nein! Gibt's denn schon einen Kuchengeschmack? Nein, aber ich glaube, das ist
Also so heißt einer der zweit oder der anderen Channel von Kuchen TV und den schaue ich sehr gern. Ich finde den lustig. Kuchen ist cool. Yeah, endlich einer, der mich versteht. Hier haben wir noch einen, der steht eher so auf Drachenlocken gefaggelt. Oh mein Gott. Das ist der. Ach, Nord. Du musst mal einen der Chats schreiben, naja. Und ich werd nicht sauer sein, sondern ich werde das befürworten. Drachenlord ist dein Hurensohn oder sowas. Du kannst das bei Snens for Friends reinschreiben. Das ist sowieso Anarchie-Channel. Da kannst keine Ahnung machen, was du willst. Und wenn du Porn reinpostest, juckt. Oh, cool, das gar. Oh boy! Haha, easy! Haha, du kleiner Lappen, du! Wie geil! Oh, nicht schlecht. unsere Festung wird angegriffen. Total dumm. Warte mal, ich hab eine Idee. Ah, warte. Ich muss, okay, jetzt nochmal. Du bist zu schnell. Ja. Ja, aber hier fing das dann schon fast schon so an, als ob. Okay. Ja. Ja. Willst du selber mal hören? Ja. Ja. Wir sind richtig gespannt. Wenn wir jetzt sterben, dann würde ich sagen, okay, aber verdient. Ich glaube, wir kommen locker bis zur Top 10 hier mit. Jetzt müsste ich den Stream eigentlich anmachen. Wir machen Pazifisten zur Top 10. Boah, ich glaube, ich möchte mal so eine Challenge machen, wirklich so. Top 5 werden, ohne einen einzigen Kill zu machen. Ich finde deine Dance-Move fresh. Danke, gleichfalls. Oh, nice.
weißt du, was richtig cool wäre? Was? Wenn du Premates hast, so, dass du so einstellen kannst, dass man zu zweit den gleichen Tanz macht, zur exakt gleichen Zeit, dass halt auch so abgespielt wird. Ich weiß. Warte, nicht, das versuchen wir das mal synchron zu machen, also mach mal Stopp. Warte mal, halt das bereit. Also ich hoffe gerade da drüber und wenn ich runterzähle, dann machen wir das. Okay. 3, 2, 1, los! Oh! Nice! Wir müssen nicht, ich gucke es in die Richtung so. Das muss doch genau. Das ist sehr geil. Ey, wenn uns jetzt jemand finden wird. Wir sehen so aus wie so ein Itemshop. Mit guter Musik. Ich komm da grad nicht drüber hinweg, Digga. Das Timing. Ja. Was möchten Sie kaufen? Wir verkaufen gutes Zeug. Gutes Zeug. Gutes Zeug. Oh, scheiße, Alter. Ich wünsche mir eigentlich so sehr, dass jemand hier vorbeikommt und uns sieht und einfach nur irgendwie mitmacht. Ich glaube, ich werde diese Runde nicht mehr kämpfen. Ich werde es einfach nur hier stehen. Außer natürlich der Sturm kommt gleich dann. Ich glaube, da kommt so 100 Pro auf uns zu. Oh, scheiße. Ich mag diese Musik gar nicht. Das ist einfach so cool. Wir müssen wirklich mal irgendwie die blöden Wichser von Epic Games anschreiben und denen sagen, yo, macht mal hier so Soundtrack und verkauft die Dance-Dinger als Extended. Mhm. Okay, wenn der Timer auf 30 Sekunden ist, dann gehen wir hier weg. Ich höre, glaube ich, jemanden. Dann bin ich paranoid. Ich glaube, du bist paranoid. Ich höre gerade in der Parallel dazu noch eine andere Musik. Warte. Übrigens gleich nochmal bei Shadowplay, weil das einfach so gut ist. Und was ich immer gemacht habe, ich habe mich immer so zum Rhythmus zur Seite bewegt, immer so, wenn das so kam. Warte, ich habe eine Idee. Hahaha. Hast du schon. Habe ich gerade einen Schuss gehört? Ich weiß es nicht. Nein, das war kein Schuss. Okay, dann werde ich schon paranoid, Digga. Okay, jetzt müssen wir uns bewegen. So, eben mal Shadow.